Genauso wie das alte. Ich habe ja das Gefühl, dass das innovative Radio der Zukunft, also gerade was Wortbeiträge angeht, so ein bisschen klingt wie Radio der 60er und 70er Jahre. Also wieder so alt und wieder so ein bisschen mit Liebe. Was sicherlich nicht mehr so ganz passt, ist, dass man sozusagen sich als Hörer anpassen muss an das, was jetzt gerade kommt. Also das könnte so eine Kombination aus Streaming-Angebot sein mit Werbung, die auf mich als Nutzer zugeschnitten ist. Für mich ist Radio sehr stark auch an diesen Ablauf gekoppelt. Und ich glaube schon, dass wahrscheinlich bestimmte Teile sich personalisieren lassen und das auch interessant wird. Aber ich finde es eigentlich immer sehr interessant, was wir jetzt hier auch machen. Ich mache das Mikro auf und ich rede zu den Leuten und ich bin Teil von ihnen. Und ich hoffe, dass das Radio sich dieser Stärke auch noch eine Weile bewusst wird und das weitermacht. Wenn ich mir wünschen könnte, würde man mehr intermedial denken und möglich machen, halt über die Soundbeispiele irgendwo anders hinzukommen und dann alles miteinander zu verschränken. Wenn, dann sollte es was Interaktiveres sein, dass der Hörer selbst eventuell zu einem gewissen Maße die Freiheit besitzen sollte, auf das Programm Einfluss zu nehmen. Fundierte, gute Nachrichten im Sinne eines öffentlich-rechtlichen, gesellschaftlichen Radios. Und keine Werbesendung. Weniger formalistisch, als das deutsche Radio derzeit klingt, weil gerade zum Beispiel Radio-Features eine sehr eigene Art und Weise haben, die zum Beispiel, wo die Amerikaner beim Storytelling sehr viel weiter sind. Innovatives Radio klingt für mich vor allen Dingen nicht perfekt. Eigentlich ist es so, dass es den Radiosendern in Deutschland noch viel zu gut geht. Da wird viel zu wenig rumexperimentiert. Die Not, sich neu zu erfinden, ist noch nicht da. Und ich freue mich immer, wenn mal was ausprobiert wird. Und wenn es auch noch ein bisschen holpert, dann ist es genau die richtige Richtung. Dass mal neue Lieder da kommen. Das wünsche ich mir.